Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Continuum Gaming. Und in dieser Episode möchte ich euch natürlich wieder drei verschiedene Spiele vorstellen. Und wie ihr schon hört, wird diese Episode eben auf Deutsch sein, weil wir alternieren die Sprachen ja jetzt immer. Die nächste ist wieder Englisch und danach die ist wieder Deutsch. Und die drei Spiele heißen Toon Blast 3 oder auch Pets Rescue. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das Spiel eigentlich heißt. Denn wenn ich das zum Beispiel im Store suche, heißt es eben Toon Blast 3. Wenn ich es aufrufe, dann heißt es eigentlich Pets Rescue. Welches es davon ist, ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle ist das erste Spiel, was ich euch zeigen möchte. Das zweite Spiel wird sein Frag doch mal die Maus. Und das dritte Spiel wird Mini Dogfight Arcade sein. Das sind alle Spiele, die so ein bisschen eher Richtung Kinder und Co. gehen. Das heißt, nicht wundern, wenn diese Episode so ein bisschen mehr so in die Toon-Richtung geht und in die bisschen kindlichere Richtung. Aber einfach, wenn ihr zum Beispiel Kids habt und mit denen was spielen wollt, ist das hier eine super Episode für euch. Da solltet ihr einfach mal reingucken. Und wie immer habe ich hier so ein bisschen meinen kleinen Aufbau mit dabei. Dazu gehört natürlich einfach eine Maus. Das ist einfach diese Arc-Maus bei mir in dem Fall. Ich habe außerdem mit dabei das Foldable Keyboard. Das ist einfach eine Tastatur, die ich eben anbinden kann. Und beides sind Bluetooth-Geräte, dementsprechend dann eben wireless. Und dann habe ich dieses Mal auch wieder ein Spiel mit dabei, das den Xbox One S Wireless Controller unterstützt. Das heißt, Gamepads kann man mit dem Spiel spielen. Oder besser gesagt, man kann mit den Gamepads das Spiel spielen, so rum. Und bei mir ist es eben der Xbox One, das Wireless Controller, all das sind bei mir Bluetooth-Geräte und diese Bluetooth-Geräte, die koppel ich, wie ihr das ja schon kennt, mit meinem Smartphone, das hier an der Seite liegt. Und das Smartphone ist das Lumia 950 XL, kann man hier sehen. Und das ist eben hinten drauf übrigens mit einem Mozo-Cover ausgestattet und hat einen USB-C-Anschluss und ist eben Continuum-fähig. Und durch diese Continuum-Fähigkeit kann ich eben dann das Smartphone verwenden, um auf meinem Desktop hier oder auf meinem TV besser gesagt eine Art von Desktop Ansicht herzustellen und mit der eben jetzt verschiedene Dinge zu tun, unter anderem eben auch spielen und das zeigen wir euch hier. Wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu wissen wollt, klickt einfach mal da oben in die Ecke, da findet ihr noch ein paar weitere Informationen in die Richtung und ja, dann würde ich sagen, habe ich glaube ich genug gequatscht dieses Mal. Ja, ich glaube ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Spiel los und das erste Spiel heißt, wie gesagt, Toon Blast oder Pets Rescue, don't know, but ihr werdet natürlich einfach eins der Namen euch jetzt merken, ist ja wurscht welchen. Und ich gebe hier oben einfach mal dieses Toon in ein. Jetzt seht ihr schon Toon Blast 3, so heißt es auch, wenn ihr es installiert habt. Aber wie gesagt, wenn ihr das eigentliche Spiel aufmacht, darin wird es ein bisschen anders heißen. Ich habe es so nicht gemacht, ich kann es euch nicht sagen, warum das so ist, aber auf alle Fälle sind beide in Ordnung. So, wie schon gesagt, die Spiele sind ja ein bisschen mehr Richtung Kinder gedacht dieses Mal. Also wir haben so eine Episode, die so ein bisschen mehr auf Kinder ausgerichtet ist dieses Mal. Das sind alle Spiele, die man wirklich super mit Kids und so spielen kann, wenn man das möchte. Und besonders das zweite wird dann eins der Fälle sein. Aber auch das hier ist da so gedacht, denn das hier ist eben ein kleines Spiel, bei dem man eben Tiere retten muss. Deswegen auch dieses Pets Rescue Legend oder Pets Rescue eben. Und was dahinter steht, ist eigentlich so eine Art kleines, ja, so eine Art Bubble Game, wie man es auch mal nennen möchte. Ich gehe einfach mal rein und zeige euch ein bisschen was. Hier unten seht ihr schon so ein kleines süßes Schweinchen, was da ist. Gehen wir ganz kurz noch in die Optionen, da gibt es nicht viel, da gibt es einfach nur Sound und Music, was man eben ein- oder ausschalten kann, also einfach zum Muten des Ganzen. Und ich kann natürlich auch über mein Foldable Keyboard hier über die Action-Tasten von diesem Keyboard, würde auch mit jedem anderen Keyboard natürlich gehen, oder mit jeder anderen Tastatur gehen, die eben Action-Tasten hat natürlich, kann man eben jetzt zum Beispiel auch die Lautstärke runtersetzen. Ich gehe einfach mal rein, klicke hier auf Play und was ihr jetzt schon seht, wir haben hier so eine Art unterschiedliche Möglichkeiten oder unterschiedliche Levels, die man hier so spielen kann. Ich habe natürlich ein paar schon gespielt und wir können einfach mal auf 4 gehen. Ich würde sagen, die ersten spielt ihr einfach mal durch. Sind alle relativ simpel. Und was ihr jetzt schon seht, ist im Prinzip, okay, wir haben im Level 4, wir müssen 2 Tiere retten zu dem Zeitpunkt und dabei eben 2000 Punkte erreichen. Das sind so die verschiedenen Aufgaben, die ihr bekommt und danach kommt halt dann raus, wie viele Sterne ihr dafür bekommt. Dafür gehen wir einfach mal rein und spielen das Ganze mal. Und was ihr hier jetzt schon seht, ist im Endeffekt, ihr habt bestimmte Zuganzahl, also eine bestimmte Zuganzahl und ihr müsst jetzt auf diese Bereiche klicken, die im Prinzip die gleiche Farbe haben. Und was ihr im Endeffekt erreichen wollt, ist, dass diese kleinen Tierchen, die hier oben angezeigt werden, das sind eure Pets, die ihr eben retten müsst, dass die eben nach unten kommen können. Und dafür müsst ihr eben jetzt versuchen, hier möglichst viele davon frei zu machen. Und dafür nehme ich natürlich hier jetzt einfach die verschiedenen Farben, klickt drauf und was ihr schon seht, die werden einfach weggezoomt, wie auch immer mit diesem Move, den ihr eben habt. Ihr habt nur eine bestimmte Anzahl an Zügen eben zur Verfügung.
könnte dann eben die Tiere ganz nach unten bringen. Und wie bei uns jetzt hier, hat das Ganze eben dann geklappt, sie nach unten zu transportieren. Mit dem ersten natürlich. Jetzt habe ich noch zwei Züge übrig und das werde ich verlieren, weil ich wüsste jetzt nicht, wie das hinhauen sollte. Ich gucke gerade mal. Ich glaube eher nicht, dass wir da eine Chance haben. Um eben jetzt das Schweinchen runterzubringen und damit haben wir keinen Zug mehr out of moves und damit geht es leider nicht und wir müssen es nochmal versuchen. Gut, dann machen wir das einfach nochmal. Ihr seht auch, es ist nicht immer super einfach, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie ihr die Züge plant und was ihr eben tut, weil wenn die runterfallen, kriegt ihr natürlich neue Gruppen, die dann zum Beispiel vielleicht vorher durch zwei Punkte oder zweimal klicken eben aufgelöst hätten werden müssen, dann plötzlich nur noch durch einmal klicken und so weiter. Solche Geschichten müsst ihr eben dann so ein bisschen einkalkulieren. Ist nicht immer simpel, kann ich jetzt schon sagen. Also das hier zum Beispiel ist auch eine blöde Konstellation, die ich jetzt hier habe. Aber wir schauen einfach mal, ob ich noch eine Chance habe, hier was zu reißen oder nicht. Schweinchen weg. Jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Chance, hier was freizuräumen. Kann hier jetzt zum Beispiel mal die nach unten bringen. Aber auch das wird nicht klappen. Da haben wir einen Zug zu wenig für. Also müssen wir es einfach nochmal versuchen. Und wie gesagt, das Ganze ist eben dafür ausgelegt, dass ihr die Tiere nach unten bringt und einfach möglichst wenig Züge dafür braucht. Es gibt, glaube ich, noch andere Modi, was man später noch spielen kann dann. Aber das ist der ganze Sinn der Sache und es ist nicht super simpel. Also die ersten paar Levels sind relativ einfach, die brauche ich euch nicht zeigen. Aber hier seht ihr es schon, hier hänge ich jetzt so ein bisschen schon fest. Weil ich eben jetzt versuchen muss, hier irgendwie eine gute Kombination herauszufinden. Und das wird eine ganz gute werden, so wie es jetzt im Moment aussieht. Drei Züge habe ich noch frei. Ich habe keine Ahnung, ob es hundertprozentig reichen wird. Ja, wahrscheinlich eher nicht, weil ich jetzt ein Problem habe. Das Schöne ist nur noch, ich habe hier noch so einen Power-Up und den können wir mal verwenden. Das macht jetzt nämlich nichts anderes, als dass diese Rakete hier diese Dinger alle freilegt. Und dadurch haben wir es geschafft, dieses kleine Pad eben auch zu rescuen. Aber sonst hätte ich jetzt hier auch wieder versagt. Ihr seht, man muss dann eben schauen, dass man auch so ein bisschen diese Helferchen einsetzt, um das Ganze auch durchzubringen und so weiter und so fort. Nett gemacht, auch kindgerecht und natürlich auch für alle anderen, die spielen möchten, auch eine nette Geschichte, weil es eben nicht super simpel immer ist. Also wie gesagt, es wird jetzt immer schwieriger, die Tiere nach unten zu holen und werden immer mehr Tiere werden, immer weniger Züge oder eben die möglichen Kombinationen sind dann nicht deutlich leichter und so. Und dementsprechend probiert es gerne mal aus. Für Leute, die diese Casual Games hier sehr gerne mögen, ist das hier ein schöner Kandidat dafür. Und einfach sehr nett gezeichnet, muss man einfach sagen. Sehr süß, sehr nett gezeichnet. Schön für Kinder natürlich, vielleicht für Mädels oder so besonders gut geeignet, keine Ahnung. Probiert es einfach gerne mal aus. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal über zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel heißt Frag doch mal die Maus. Und ja, die Maus ist auch wirklich die ikonische Maus, die man so kennt. Also das, was man wirklich aus dem Fernsehen früher irgendwie kannte. Ich habe keine Ahnung, ob die heute noch läuft, aber es ist die Sendung mit der Maus, mit dem kleinen Elefanten und natürlich der Maus und so weiter und so fort. Und dafür gehe ich einfach mal hier rein, klicke hier mal drauf und gebe eben mal ein Frag doch mal die Maus. Da ist es. So, und wenn ich da drauf gehe, hier übrigens gerade die Feststelltaste drin, egal. Wenn ich da drauf gehe, dann startet das Ganze eben los und das ist eine Art von Quiz-Game, die wir hier haben. Und ihr könnt im Prinzip mit mehreren Spielern zusammen oder mehreren Gruppen von Spielern, besser gesagt, könnt ihr eben dieses Maus-Game spielen. Schön dabei ist auch, dass zwischendurch zum Beispiel so verschiedene kleine Mini-Clips noch eingespielt werden, je nachdem, was für Fragen ihr da hattet, werden die nochmal genauer erklärt und so weiter. Das ist ein bisschen wie so ein Quiz-Duell oder sowas im Fernsehen, nur eben mit der Maus. Und wirklich, genau, frag doch mal die Maus, wirklich genau das, was ihr euch da so erwarten würdet, nämlich die kleine Maus, die hier loslegt und jetzt eben bespielt werden kann. Wir klicken einfach mal rein. Und ihr seht schon, wir haben Ente, wir haben den kleinen Elefanten und die Maus, die miteinander trainieren. Wir können hier Trainings abhalten, wir können Einstellungen angucken, Spiel starten und Bestenliste angucken und so weiter. Am Spiel starten gehen wir gleich mal drauf, zeigt euch dann, was hier losgeht. Und sonst noch die Einstellungen, da gibt es nicht super viel zu erzählen, sind einfach die Audioeinstellungen, die man so hat. Gehe ich also mal raus, gibt es nicht wirklich was man beachten muss. So, Anleitung werde ich mal nicht angucken. Könnten wir jetzt natürlich, falls man sich nicht genau sicher ist und so. Aber wir wollen natürlich direkt mal loslegen. Und es ist so ein bisschen so eine Art Boardgame, vielleicht wie Spiel des Lebens oder sowas in der Art. Ich klicke mal rein und wir gucken es uns mal zusammen an. Wie viele Spieler möchten mitspielen?
Ja, und was man hier schon sieht, ist, wir haben eben unterschiedliche Teams, die wir aussetzen können. Nämlich bis zu 3 Spieler können da mitspielen. Team Ente, Team Elefant und Team Maus. Ich habe schon 2 davon mal ausprobiert und habe damit mal losgelegt. Und dann gibt es eben hier einfach Möglichkeiten, noch die Farben einzustellen und ganz wichtig, den Schwierigkeitsgrad einzustellen. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt mit Kindern A spielt oder sowas, dann werdet ihr natürlich selbst vielleicht so ein bisschen den schweren Schwierigkeitsgrad nehmen und die Kinder werden vielleicht den leichten oder den mittleren nehmen oder so, damit es einfach fair ist. Und dann wird man eben hingehen und wird eben auch sagen, okay, wie viele Teams haben wir denn? Und dann ist es eben zum Beispiel 3 Teams, 2 Teams oder wie viele ihr auch immer wollt. Ihr werdet immer abwechselnd spielen später, das heißt, ihr könnt hier jetzt natürlich euren Namen einfach eingeben, wenn ihr das möchtet. Genau. Ihr seht auch, ihr kriegt immer so eine kleine. Moment. So eine kleine Anweisung, die auch sprachlich ausgegeben wird, finde ich auch nett. Für Kinder, die auch nicht alles lesen müssen, wenn sie vielleicht noch gar nicht so gut lesen können oder sowas, ist das sicher eine schöne Geschichte. Und ich bin jetzt mal Focus CG und wie gesagt, dann gibt es eben hier noch weitere. Hier kannst du deinen Namen eingeben. Und das brauche ich nicht mehr. Habe ich gerade gemacht. Und dementsprechend kann man hier jetzt eben die verschiedenen Schwierigkeitsgrade wählen, sagen, wie viele Teams man oder wie viele Leute man eben ist. Und dann kann man eben auf weiterklicken. 2 Spiele. So, und hier könnt ihr noch einstellen, dass für verschiedene Möglichkeiten in dem eigentlichen Spiel dann zur Verfügung stehen sollen. Zum Beispiel, ob es eben wie lange die Streckenlänge sein soll, ob es eine Aktionskarten gibt, ob es Minispiele gibt und so weiter. Das ist einfach euch überlassen, wie ihr das einstellen wollt, um halt den Spieleabend nicht zu lang zu machen oder vielleicht auch länger zu machen und damit eben das Game hier einfach schöner für euch zu machen und anzupassen. Nett gemacht finde ich, dass man hier viele schöne Optionen hat. Guten Tag und herzlich willkommen zu Frag doch mal die Maus. Und dann fragen wir doch mal die Maus. Für die ganze Familie. Heute mit 2 hochmotivierten Teams, nämlich Team Maus, Team Elefant, einem winzig kleinen Spielplan, einer ganzen Menge Fragen, zusätzlichen Aktionskarten und spannenden Minispielen. Und jetzt geht's los. Jetzt schauen wir erstmal, welches Team anfängt. Wer landet wohl auf der Pole Position? Team Maus fängt an. Ja. Jetzt ist Team Maus an der Reihe. Und was ihr schon gesehen habt hier, es ist nett gemacht, weil es wirklich so eine Art Präsentation ist und sie führen euch durch das ganze Spiel durch und so weiter und so fort. Grafisch relativ unanspruchsvoll, aber nett gemacht. Und ihr seht, jetzt gibt es einfach so eine Art Würfeln und Würfeln ist eben, ich klicke jetzt irgendwann. Genau. Und dann kriege ich eben eine bestimmte Anzahl an Feldern, die ich vorrücken kann. Und da können jetzt zum Beispiel dann Fragen auf mich zukommen. Oder wenn es schon eine Sammelkarte wäre, wenn ich halt eine Sammelkarte einlaufen oder Thema was auch immer. Politik. So, hui. Habe ich gleich mal was richtig Schönes bekommen, besonders weil ich ja schwer bin. Also ich habe schwer noch nie gespielt, nur dass wir es festhalten. Ich habe bis jetzt immer nur die leichten Varianten gespielt, wollte jetzt einfach mal testen, weil die leichten waren ein bisschen sehr leicht. Ob man nicht irgendwie mal hier noch ein bisschen weiterkommen könnte. Und ihr seht schon, ihr werdet jetzt immer aufgefordert, dass jetzt eines der Teams oder einer der Spieler eben jetzt dann dran ist. Und jetzt können wir eben auf Ich bin soweit klicken und dann ist eben Team Maus dran, beziehungsweise der Name, den ihr hier oben eingegeben habt. Gehe ich mal drauf. Welches Land hat eine Flagge, die weiß, blau, rot quergestreift ist? Weiß, blau und rot. Frankreich wäre das zum Beispiel. Aber nicht dabei. Dann würde ich sagen, ist es weiß, blau, rot. Ich rate. Ich glaube, es ist Russland, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wahrscheinlich blamiere ich mich jetzt hier gerade zu Tode. Aber ist egal. So, und wie ihr seht, jetzt kommt eben das zweite Team dran und dafür müsst ihr eben jetzt hier drauf gehen. Welches Land hat eine Flagge, die weiß, blau, rot quergestreift ist? Und auch die bekommen eben jetzt eine Frage zur Verfügung gestellt und wir sagen jetzt mal, ja, vielleicht ist es doch eher die Ukraine oder so, ist ja egal. Und dementsprechend kommt jetzt die Auflösung danach. Das heißt, ihr könnt im Prinzip so sagen, jetzt guck mal weg am Anfang oder ihr könnt auch zusammen drauf gucken, ich weiß es nicht. Und könnt dann das Ganze eben so spielen und wenn ich drauf gehe, kriege ich jetzt eine Auflösung von diesem Teil. Könnt ihr hier hinten dann sehen, wer was im Prinzip ausgewählt hat. Und man sieht, Russland ist richtig. Und leider hat der kleine Elefant eben falsch gelegen, deswegen gibt es da so kleine Animationen. Und dann kriege ich eben eine bestimmte Punkteanzahl für das, was ich hier gespielt habe und der andere eben nicht. Oder auch, wenn dann natürlich die gleiche Antwort zu geben war. So, jetzt kommt Elefant. Dementsprechend auch hier wieder einmal den Zufallsgenerator bemühen und gucken, wo wir landen.
Ich glaube, man kann bis zu 4 Felder vorrücken. Wahrscheinlich bei größeren Karten dann auch ein bisschen mehr, das weiß ich nicht genau. Aber so läuft das Ganze. Und ihr seht auch, es gibt ganz unterschiedliche Fragemöglichkeiten. Leider haben wir jetzt genau das gleiche wieder, aber es gibt zum Beispiel so Tieraufgaben und es gibt noch diese anderen Spielmodi. Ist ganz nett gemacht. So, auch hier gehen wir jetzt wieder drauf. Die Maus macht eine Seereise. Wie heißen die verschiedenen Stockwerke auf einem Schiff? Decks, Bühnen, Docks, Etagen. Genau. Und das ist jetzt, wie gesagt, die leichte Geschichte. Ihr habt natürlich eine Minute Zeit nur dafür und nicht das Handy aufnehmen und dabei dann noch etwas anderes nachgucken, bitte. Und das sind natürlich die Decks in dem Fall. Deswegen können wir jetzt auch dem Kleinen das hier mal geben. Richtig oder nicht? Das erfährst du jetzt. Gut, Punkte für dich. Hat geklappt. Ja, dadurch, dass er jetzt dran war und natürlich auch, dass er eben leicht ist und die anderen vielleicht ein bisschen schwierigere Fragen bekommen sollen, jetzt ist die Maus angerannt. Kommt eben dann die Maus jetzt als nächstes dran. Auch hier wieder mit dem Zufallsgenerator. Ich klicke irgendwann, bekomme eine Zahl zugewiesen und laufe jetzt nach vorne. Und jetzt seht ihr, ich bin hier über einige dieser Dinger gekommen. Heute ist großer Fototermin. Maus, Elefant und Ente haben sich schick gemacht und sollen möglichst gut ins Bild gesetzt werden. Kein Problem, oder? Die drei machen doch immer eine gute Figur. Ja, und ihr seht schon, das ist jetzt so eine Art kleines Minigame, was wir spielen. Dafür gehe ich einfach mal hier drauf. Und wir gucken einfach mal, was hier los ist und was ich jetzt machen muss. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Ja, jetzt habe ich nicht getroffen gerade. Bin zugegebenermaßen gerade ein bisschen zu blöd dafür, glaube ich zumindest. Ja, bin ich in der Tat, weil ich einfach nur hier wahrscheinlich draufdrücken muss, genau. Also wir wollen natürlich jetzt die kleine Maus, hab's total verbockt gerade. Also ihr müsst einfach da unten drauf gehen und müsst dann versuchen, die Kamera in die richtige Position zu bringen, um eben ein schönes Foto von eurem Spieler zu machen. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal mit dem kleinen Elefanten. Und dafür versuchen wir jetzt eben natürlich dann möglichst schnell an die entsprechende Stelle zu kommen. Und jetzt haben wir einen guten Punkt gekriegt. Also einfach hier diesen Button anwählen und hochziehen und so dann eben versuchen. Das war jetzt dumm, weil ich natürlich meinen Spieler erwischen muss. Und so kriege ich jetzt einfach Punkte zugewiesen und je nachdem, wie gut ich eben dann das Ganze hier abschließen kann, kriege ich eben dann mehr Punkte dafür. Und jetzt wird natürlich der kleine Elefant gewinnen dieses Mal und nicht die Maus und dementsprechend geht der Elefant in Führung. Jetzt ist der Elefant an. Ich spiele jetzt nicht alles durch, was wir hier sehen und ihr wisst ja auch, das ist ein kurzes, kleines Game, was wir haben, aber ihr seht schon, wie das Ganze hier abläuft und was man machen kann. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal rausspringen. Probiert es gerne mal aus, besonders schön jetzt mit der Family zu spielen oder sowas. Und wie gesagt, es ist eben die Maus. Je nachdem, was für eine Frage ihr bekommt, habt ihr auch die Möglichkeit, wie gesagt, dann so kleine Filme zwischendurch anzugucken. Den letzten, den ich gesehen habe, der war ein bisschen lang für meinen Geschmack, aber trotzdem nett gemacht. Haben sie dann eben ein bisschen was erzählt, zum Beispiel über Pilze in dem Fall. Wie Pilze gezüchtet werden, wie man Champignons züchtet und so. Gibt es dann kleine Lernvideos dazu, wie das man das von der Maus eben auch kennt, von der Sendung mit der Maus. Schönes Game, für Kinder super gut geeignet, für ganze Families natürlich genauso schön. Und wenn ihr einfach mal was zusammen spielen wollt, das ist eine nette Geschichte. Könnt ihr natürlich genauso auf einem Tablet spielen oder eben hier auf so einem größeren Teil. Ihr werdet dann immer aufgefordert, das Gerät weiterzugeben und so. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie nur ein Handy oder sowas zur Verfügung habt, geht das natürlich genauso. Dann geht ihr eben das Handy weiter. Aber ich finde es, glaube ich, schöner, wenn man wirklich mit den Teams dann auch auf das gesamte Gerät gucken kann. Also ist wahrscheinlich Continuum in dem Fall oder eben also auf dem Fernseher das Ganze anzugucken oder eben vielleicht auf einem Tablet oder so das Ganze zu spielen, noch die beste Variante dafür. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal über zum letzten Spiel. Das ist jetzt schon für ein bisschen ältere Kinder vielleicht gedacht. Das ist trotzdem ein schönes Spiel und auch wieder für Kids so ein bisschen ausgerichtet. Aber hier geht es jetzt darum, dass ihr eine Art von Luftkampf im Prinzip durchführt. Und da geht es darum, dass ihr so den Roten Baron und sowas eben dann spielt. Das heißt, ihr werdet mit Doppeldeckern und ähnlichen Flugzeugen im Prinzip und Geschützen dementsprechend natürlich dann auch unterwegs sein. Hört sich jetzt sehr brutal für Kinder an. Das ist sicher auch eher was für Jungs so im typischen Fall zumindest. Also je nachdem, was eure Kids halt dann mögen, gibt es ja alles Mögliche. Aber
Ist eher was für Leute, die eben so ein bisschen auch so ein bisschen die Action-Schiene fahren wollen. Und das Spiel heißt, lustigerweise, ich finde es sehr nett gemacht, der Name ist auch schön gewählt, Mini Dogfight Arcade. Und es sind Hunde, die gegeneinander kämpfen im Flugzeug. Ne? Dementsprechend, also nimmt es nicht zu ernst, es ist jetzt nicht so, dass es total bösartiges, keine Ahnung, Erster Weltkrieg, sonst was Zeug wäre, sondern es ist wirklich nett gemacht und ihr werdet eben in so einer Hundeakademie aufgenommen, in der eben dann verschiedene Hunde durch die Gegend fliegen und so weiter und so fort und gegeneinander kämpfen oder auch am Anfang sind es einfach nur so Übungsschüsse und so Geschichten. Dieses Spiel kann man mit dem Xbox One Wireless Controller spielen und das werde ich auch tun. Also ihr werdet einfach dann hingehen und die verschiedenen Teile hier damit eben hin und her bewegen und auf die Art das Ganze eben dann steuern. Was ich jetzt aber gerade sehe, ist, dass ich genau noch 4 Minuten Zeit habe, euch das zu zeigen. Das schaffe ich nicht. Deswegen mache ich hier einen ganz kleinen Schnitt und komme gleich wieder, weil ich muss ein bisschen was aus meiner Kameraspeicher löschen, damit wir weiterspielen können. So, und da bin ich wieder. Wie gesagt, meine Kamera hatte gerade leider keinen Speicher mehr frei. Deswegen muss ich da ein bisschen was freiräumen. Habe ich jetzt gerade einfach mal gemacht. Und wie gesagt, wir werden für das Game jetzt den Xbox One Wireless Controller verwenden, um es zu spielen. Und dafür gehe ich jetzt einfach hier auf meinen Dogfighter-Karte drauf. Und ihr werdet sehen, wir haben am Anfang so eine kleine Einführungssequenz. Finde ich auch super nett gemacht, mit Hunden eben und irgendwie schön getan, das Ganze. Und gucken wir uns einfach mal zusammen an. Wie gesagt, ihr fliegt später dann so ein bisschen zweidimensional, ist es im Prinzip, aber trotzdem cool gemacht. Fliegt ihr eben dann Flugzeuge durch die Gegend und müsst dann durch die Akademie kommen erstmal, um dann später in Luftkämpfe einzutreten und so weiter und so fort. Das Spiel spielt ihr später mit zum Beispiel hier dem linken Stick und der A-Taste zum Feuern, B zum Pause machen und so. Also probiert das einfach mal aus, relativ selbsterklärend. Und hier seht ihr schon, warum ich das eher für Kids dann auch ansehe, weil es einfach sehr nett gezeichnete Figuren sind und es eben um hauptsächlich Hunde geht. Es gibt auch Katzen und so, aber die Hunde geht. Und wie ihr seht, kommen hier jetzt relativ bekannte Namen auch vor. Nämlich so die Königin der Lüfte, die es so all gab. Mit verschiedenen Tieren, die hier dann im Prinzip gegeneinander kämpfen. Ihr seht auch, wo es so angesiedelt ist. So Erster Weltkrieg-Thematik ist ganz weit davon entfernt natürlich, mit so Doppeldeckern und sowas. Und dann habt ihr auch gesehen, Wehrmachtsleute und so Geschichten, die dabei waren und nicht mehr in die Wehrmacht, glaube ich, war es gar nicht. Egal. Auf alle Fälle verschiedene, die deutsche Flagge damals und so weiter. Ihr könnt das auf eben unterschiedlichen Sprachen spielen. Ich gehe auf Deutsch, wie gesagt, Deutsch gibt's nicht, sorry. Ich gehe auf Englisch. Und jetzt werdet ihr im Prinzip gefragt, was ihr denn spielen wollt, ob ihr Touch spielen oder Controller spielen wollt. Wenn ihr den hier verwendet, den Xbox One Wireless Controller, dann ist es, glaube ich, einigermaßen egal. Ich habe aber trotzdem die Controllers hier gewählt dafür, falls eben Tastatur und Maus dann trotzdem zum Einsatz kommen sollen. Die sichere Variante gehe ich einfach mal drauf. Und was ihr jetzt schon seht, ist im Prinzip, ihr habt hier jetzt die Möglichkeit eben dann Dinge auszuwählen und sie machen euch einfach nochmal bekannt mit der Steuerung. Wichtig mit dem Controller ist es einfach A zum Auswählen später. Und, oder jetzt auch schon. Und dementsprechend könnt ihr das Ganze dann eben spielen und miteinander mal loslegen. Hier könnt ihr euch jetzt, das sind, da seid ihr, der Flying Fred, und ihr seid Sergeant zurzeit, also kommt noch relativ frisch daher. Und ihr könnt euch einfach ein Flugzeug aussuchen. Dafür geht ihr einfach hier jetzt mal rein und könnt dann einfach mal gucken, ja, mit dem Controller hier, welches der Flugzeuge ihr denn gerne hättet. Und wenn ihr dann eins ausgewählt habt, dann könnt ihr im Prinzip sagen, okay, hey, das hätte ich gerne und könnt auf Juice gehen. Und ja, welches ihr davon jetzt nehmt, ich weiß nicht, ob es einen wirklichen Unterschied macht. Weiß gar nicht, ob ich noch, ja, Geld habe ich noch. Das heißt, ich könnte das Ding theoretisch nehmen. Ich habe aber vorher das Französische gewählt. Ich fand es einfach netter von der Optik her, muss ich sagen. Fertig. Und dann geht ihr auf Juice
Und jetzt bekommt ihr eben so die verschiedenen Aufträge durch. Das erste habe ich schon mal gespielt, ist eine Trainingsmission gewesen. Kriegt ihr halt die 500 Euro oder 500 Taler dafür und könnt dann eben hier einfach mal so ein bisschen ausprobieren, wie das mit dem Fliegen geht. Und wenn ihr dann eben fertig seid damit und dann mal zum nächsten gehen möchtet, dann gibt es eben diese Turbulenzen, auch, beim Wasser ist das nächste Spiel. Und ihr werdet gegen Gottfried von Banfield fliegen in dem Fall und kriegt dafür 750 Tacken eben dann überwiesen mit verschiedenen Flugzeugen, die ihr hier angreifen werdet. Und wenn ihr soweit seid, einfach mal auf A drücken, schon geht's los. Und ja, ihr seht schon, also ich kriege natürlich hier total ein schönes Kompliment gemacht. Ich war nicht super schlecht im Luftkampf, aber wir müssen mal gucken, wie es eben aussieht. Und wir werden jetzt gegen eben Seeflugzeuge antreten. So, und die Maus bringe ich mal ein bisschen zur Seite, damit man auch ein bisschen was sehen kann, was hier hinter ist. Und ihr bekommt jetzt immer so eine kleine Einführung, sieht man hier ganz unten. Ich habe keine Ahnung, ob ihr es sehen könnt. Ich ziehe das mal unten nach unten. Jetzt eine kleine Einführung zu den verschiedenen Gegnern, gegen die ihr antreten werdet. In dem Fall eben diese Ratte oder Maus, was es auch immer ist, gegen die ihr antreten müsst. Und natürlich wird er euch ein bisschen herausfordern bei dem ganzen Game. So, klicken wir auf Next und dann geht's eigentlich auch schon los. Und was ihr jetzt hier seht, ihr habt das hier als einziges Spiel. Mit A könnt ihr feuern. Der Controller selbst, in welche Richtung ihr den bewegt, in die Richtung wird euer Flugzeug auch fliegen. Und jetzt müsst ihr eben versuchen, den Gegner hier auszuschalten. Der hier versucht, euch natürlich auch auszuschalten, logischerweise. Ich finde, die Steuerung ist so zwischen seltsam und irgendwie nett. Ich weiß auch nicht, was ich davon wirklich halten soll. Und ihr seht schon, die setzen mir übel zu. Ich glaube, ich stürze gerade schon ab. Ja, also. Setzt mir ziemlich übel zu dem Zeitpunkt, bin also runtergeknallt und jetzt kann ich mir ein anderes Flugzeug noch auswählen, wenn ich das möchte. Muss ich jetzt vielleicht sogar tun, dass ich ein neues kaufe. Weiß ich gerade gar nicht. Guck mal, was passiert, wenn ich das jetzt auswähle. Ah, hab nicht genug Geld dafür. Warum auch immer, weil eigentlich steht da oben, dass ich 1345 hätte, aber wie auch immer. Versuchen wir es einfach nochmal. Das war eins zurück. Dem Ding und ich repariere es jetzt einfach mal. Ich habe ja da oben 20 von den Teilen, sollte eigentlich okay sein. Und wir gehen einfach noch mal hier auf das. Aber was ich jetzt glaube ich mal mache, ist, damit ich euch ein bisschen zeigen kann, wie eigentlich die eigentlichen Sachen hier aussehen. Ja. Ich wollte eigentlich dazwischen mal eine kleine Pause machen, ging aber nicht. Und was ihr hier schon sehen könnt, ups, jetzt habe ich Pause gedrückt, Moment. Was ihr hier schon sehen könnt, es gibt natürlich hier Möglichkeiten, zum Beispiel euch zu heilen dabei. Und dann natürlich gegen die verschiedenen Gegner hier vorzugehen und zu versuchen, sie auszuschalten. Ich muss mich echt ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, besonders weil ich noch ein bisschen schräg dazu sitze. Vielleicht würde ich mich auch gleich mal noch umsetzen, keine Ahnung. Und da hatte ich jetzt Glück, einer von denen ist abgestürzt gerade. Ihr seht ja, ist relativ selbsterklärend, wie das Ganze hier funktioniert. Ihr müsst versuchen, den Gegnern auszuweichen oder den Schüssen der Gegner auszuweichen natürlich. Und müsst eben schauen, dass ihr die anderen abgeknallt bekommt und dabei nicht zu viel selber einlöst. Ihr seht auch schon, mein Flugzeug ist wieder einigermaßen, ist wieder einigermaßen beschädigt schon. Seht ihr hier oben auch, wie stark eure Beschädigung schon ist. Kann ich nicht viel gegen machen, das heißt, wir reparieren das Ding einfach nochmal an der Stelle jetzt.
und versucht es einfach nochmal. Ihr kommt dann immer in diese Waves rein, also ihr werdet einfach wieder da in dieser einen Wave, wo ihr eben dann zur Verfügung standet, wieder reinkommen und dafür spielen. Und ihr versucht natürlich dann diese Power-Ups hier zu erwischen. Und möglichst nicht, dass der Gegner sie erwischt, wie es jetzt gerade der Fall war. Umgelaufen. Einzig Schöne an der Sache ist, ihr könnt im Prinzip nicht in den Gegner reinkrachen. Also der Gegner wird, wenn ihr über ihn hinwegfliegt, dann fliegt er einfach in der dritten Dimension eben an ihm vorbei, eben davor. Und jetzt haben wir ein bisschen besser eure Gun bekommen, aber sind dabei auch wieder abgeschossen worden. Ihr seht, leicht ist es nicht. Dementsprechend habt ihr auch am Anfang relativ viele von diesen Repair-Dingern hier. Und wir haben zum Glück noch diese Doppelpower jetzt behalten. Das heißt, vielleicht schaffen wir es auch hier mal einen abzuknallen. Ich glaube eher nicht, wir holen mich wieder runter. So, versuchen wir es nochmal. Es könnte sein, dass ich jetzt gerade Hilfe habe, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, schon wieder vorbei. Wollte sonst ganz dringend zu dem Zeitpunkt noch ein Dings. Ja, Pause wollte ich nicht machen, verliere ich wieder. Ja, ihr seht schon, relativ spielendes Spiel, aber ist eine nette Geschichte und ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich drehe mich jetzt auch mal wirklich um, damit ich einfach abstürze, wenn ich dann zu blöd bin, das Ding zu steuern. Nein, ihr wisst natürlich, was ich hier machen möchte. Ich drehe mich einfach mal um und zeige euch mal, wie man das Ganze dann eben auch noch mit dem Controller hier spielen kann. Es ist ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, ich versuche immer so aus dem, also ich spiele das Ganze so ein bisschen so, wie ich spielen würde, wenn ich eben auch der, bin ich aber gut schon erwischt hier. Ja, bin schon wieder runter. Ich spiele das auch immer so ein bisschen aus der Perspektive des Flugzeugs. Das ist aber total falsch, weil wenn ihr das Spiel spielt, dann habt ihr wirklich hier die verschiedenen Positionen auf eurem Display, das ihr hier spielt. Ich glaube, wir geben jetzt mal auf und ich spiele mal ganz kurz mit euch noch so eine kleinere Mission durch. Und nicht den eigentlichen Luftkampf, sondern jetzt einfach mal, wenn ich das irgendwie kann, ich habe keine Ahnung. Ich drücke mal hier auf Menü, das geht nicht. Check vielleicht, geht auch nicht. Machen wir einfach mal. Schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, ich werde jetzt wahrscheinlich... Nee. Zurück. Nochmal zurück. Wahrscheinlich werde ich jetzt an der Stelle einfach... vielleicht auch mal was updaten müssen. Ich probiere das mal, ob ich da was noch tun kann. Hier habe ich jetzt einfach verschiedene Möglichkeiten, da oben noch Sachen abzudaten. Zum Beispiel kann ich die Geschwindigkeit hochsetzen oder auch... Ich glaube, das tun wir jetzt mal. Die Defense ein bisschen absetzen. Okay. Speed meinetwegen auch und Agilität und Damage finde ich aber auch schlau. Moment. Komme ich da runter? Ja. So. Mach mal Damage auch eins hoch. So, und jetzt hoffe ich, dass ich ein bisschen bessere Chancen habe zu dem Zeitpunkt. Wir nehmen also unser Flugzeug wieder. Vielleicht war ich jetzt auch gerade so schlau und habe den falschen geupdatet. Ja, jetzt habe ich den falschen geupdatet, glaube ich. Das war jetzt ziemlich dumm von mir. Ich habe ein Flugzeug geupdatet, was ich noch gar nicht hatte. Das war jetzt auch wieder blöd. Moment. Ich zeige euch einfach mal ein anderes Level, damit ich euch ein bisschen was zeigen kann und jetzt nicht sofort immer wieder drauf gehe. Weg natürlich.
Ja. Wahrscheinlich hätte ich das hier kaufen müssen, um das tun zu können, um jetzt die ganzen Vorteile zu haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich drücke immer auf Update, was echt dumm ist. Moment. So. Und wie gesagt, wir gehen jetzt einfach mal eins zurück und spielen nochmal die Trainingsmission, damit ich euch ein bisschen was... Nein, das bitte. Zeigen kann zu dem Zeitpunkt. Und Trainingsmission heißt einfach, wir fliegen jetzt ein bisschen in der Gegend rum, können nicht abgeknallt werden. Oder ich glaube, am Ende fliegen wir gegen einen anderen und am Anfang sollen wir jetzt einfach lernen, wie man hier eben mit dem Ding so ein bisschen fliegt. Und scheinbar habe ich Glück, ich habe trotzdem mein jetziges Flugzeug, so wie es aussieht, eben bestückt. Und was ihr jetzt schon sehen könnt, ist, wenn ich zum Beispiel diesen Stick in diese Richtung drücke, ja, ich darf nicht in die Wolken zu hoch fliegen, da geht es mir auch nicht gut bei. Dann seht ihr auch schon, es fliegt genau in diese Richtung. Ich versuche mal so ein bisschen aus der Perspektive des Flugzeugs zu denken. Oder das ist halt so in mir drin, weil es die meisten Spiele so machen, aber so ist es echt nicht gedacht. Das heißt, ihr müsst wirklich versuchen, einfach diesen Stick in die Richtung zu drücken, in die ihr auch fliegen wollt. Von eurer Perspektive auf dieses Spiel ausgesehen. So, jetzt sollen wir noch ein paar von diesen Ballons da abknallen. Versuchen wir einfach mal. Einen Ballon haben wir hingekriegt und natürlich jetzt die anderen, die vielleicht noch kommen. Vielleicht habe ich auch mehrere schon erwischt, weil jetzt werde ich scheinbar schon von Flugzeugen angegriffen. Beziehungsweise am Anfang greifen die euch noch gar nicht an, sondern ihr müsst nur versuchen, sie runterzuholen. Wenn wir dann vom Himmel runtergekommen sind, dann habt ihr natürlich auch gewonnen. Einen haben wir. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den zweiten auch noch erwischen. Auch den zweiten haben wir erwischt. Ja, und so gibt es jetzt einfach immer mehr Missionen, die ihr durchspielen müsst. Wie gesagt, es ist nicht super einfach. Wow, nicht abstürzen bitte. Es ist nicht super einfach. Der hier kann sich jetzt, glaube ich, wehren, wenn er denn möchte. Oder zumindest versucht er sich besser gegen mich durchzusetzen. Ich glaube, er wehrt sich auch im Moment nicht. Aber er versucht, vor mir wegzufliegen. Aber auch den haben wir jetzt gerade erwischt und das Ganze geschafft. Dann geht es einfach zurück zum Hangar oder eben in die Level Selection. Wir haben jetzt natürlich wieder ein bisschen Geld gemacht bei dem Ganzen. Wir können hier also wieder in den Hangar gehen und können wieder versuchen, was abzudaten. Gehen wir doch einfach mal aber in die nächste Mission. Ah, wir können es einfach mal versuchen, was passiert. Lasst uns mal gucken, ob wir hier mit dem Upgrade noch was tun können, weil jetzt haben wir wieder eine Möglichkeit, was zu tun. Bisschen blöd ist, dass ihr so nach oben drücken müsst, um jetzt zum Beispiel da hin und her zu springen. Also nicht seitwärts. Das ist, weiß nicht warum. Ist ein bisschen, als würden die Sachen alle untereinander stehen. Vielleicht ist es einfach von der, dem Screen hier so gedacht. Ich bin mir aber nicht sicher. So, wir haben jetzt die Damage auch mal nach oben gesetzt, die wir hier noch haben. Und jetzt gehe ich einfach mal, gehe mal wieder zurück auf Juice. Jetzt zumindest. Und wir versuchen das zweite Teil hier einfach nochmal zu spielen. So, jetzt wird er uns wieder ein bisschen zulabern. Machen wir nicht. Wir versuchen einfach mal direkt loszulegen und fliegen mal die erste Runde hier. Hält relativ viel aus, finde ich. Aber gegen ein Flugzeug ist das Ganze hier noch ziemlich simpel. Schwierig wird es eben dann, wenn es deutlich mehr werden, die auf euch einschießen. Den haben wir jetzt auch wieder abgeschossen. Und können jetzt uns auf die zweite Welle freuen. Die wird vielleicht noch klappen. Letztes Mal sind wir in der dritten Welle erst rausgeflogen.
wieder einen abgeknallt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht diese Runde auch noch schaffen. Sprechen kann ich nicht. Gut daran ist, dass viele sich auch selbst einfach irgendwie umbringen. Weil es irgendwie dumme Idioten sind, ich weiß auch nicht, was das soll. Auf alle Fälle sollte ich ihn davon abhalten. Ah, blöd. Okay. Für mich selbst ein bisschen bessere Health noch rausgeholt. Und jetzt sind wir wieder in der Wave 3. Die hat uns das letzte Mal den Kopf gekostet. Wir können also mal gucken, ob wir hier jetzt eine Chance haben, ihn abzufangen. Auch hier gehen wieder eine Menge drauf, weil sie einfach nicht so gut steuern. Ja, und der auch wieder. Also dieses Mal sieht es so aus, als hätten wir eine Chance, auch das die dritte Wave hier hinter uns zu bekommen. Aber auch gut Platz einsammeln können und dementsprechend haben wir auch die scheinbar erwischt. So, Wave 4 für dieses Level. Mal gucken, ob wir alle hinkriegen. Ich bezweifle es ja ein bisschen, besonders wenn sie mir alle hier... Ja, jetzt gehe ich schon runter. Das waren zu viele, die auf einmal auf mich gefeuert haben. Da gibt es keine Möglichkeiten damit. Jetzt gehen wir einfach mal hin und reparieren uns nochmal und gucken mal, ob wir dieses Mal vielleicht ein bisschen ausweichen können bei dieser nächsten Welle. Und wenn ich mal versuche, irgendwie nach oben wegzufliegen, dass die mich nicht alle direkt beim ersten schon erwischen, bei der ersten Anflugsrolle, die wir haben. Sah zumindest mal ein bisschen besser aus. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen von denen dafür abknallen können. Und eine Sache ist natürlich auch, nicht mitten reinfliege zumindest, dass wir dann relativ weit oben sind, um die Power-Ups hier auch einzusammeln. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den da vom Himmel holen können. Ja, einen haben wir vom Himmel geholt, schon mal ganz gut. Und jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich auch schon was abbekommen habe. Da ist etwas, was ich haben möchte, sehr gut. Haben wir uns wieder heilen können. Ja, auch den habe ich vom Himmel geholt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den letzten auch noch erwischen können. Dann hätte ich auch diese Wave hier, also diese Geschichte hinter uns. Haben wir geschafft, sehr gut. Und jetzt gibt es einfach in diesem Luftkampf, also im ersten Level, was wir hier spielen müssen, nur noch einen, den wir auch abknallen müssten. Die haben mich gut erwischt. Jetzt muss ich aufpassen. Ja, ist vorbei. Haben mich runtergeholt, aber wie gesagt, wir haben wieder eine Wave mehr geschafft. Vielleicht beim nächsten Mal dann nochmal eine weitere. Und natürlich könnt ihr dann immer auch updaten. Also seht ihr, wir haben jetzt auch wieder eine gewisse Anzahl an Punkten erhalten dafür. Und 603 kriegen wir im Moment an Geld natürlich zu dem Zeitpunkt. Und war jetzt schlecht von mir. Also darf man echt nicht ausweichen. Einen habe ich erwischt, aber dafür gehe ich auch runter. Das ist nicht Sinn der Sache. Ja, wir versuchen es nochmal. Was soll's. Besser zu fliegen, die Typen. Aber das Gute ist, ich bin jetzt wieder an einer ganz guten Position gegen den hier. Und damit haben wir es geschafft, ihn auch abzuschalten und er hat mich erwischt. So, und damit haben wir dieses Level auch hinter uns gebracht. Cool.
Ja, ihr seht schon, so spielt sich das Spiel. Es ist relativ anspruchsvoll, so ein bisschen zumindest, bis ihr mal in die Steuerung reingekommen seid. Aber eine schöne kleine Geschichte, probiert es gerne mal aus. Ja, und sonst viel mehr möchte ich euch hier jetzt auch gar nicht zeigen. Das heißt, wir gehen jetzt auch mal hin und schließen dieses Spiel. Und ihr probiert es einfach selber mal aus, besonders mit dem Xbox One Wireless Controller oder irgendeinem anderen Gamepad. Es ist eine schöne Geschichte, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Gut, und damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein paar Spiele dabei, die euch gefallen haben und könnt einfach mal reinschauen und findet ein paar Sachen, die euch einfach nett vorkommen. Und dann, wenn ihr natürlich irgendwelche Kommentare habt oder sowas, schreibt sie bitte unten in die Kommentarsection. Ich freue mich über jede Fragen oder was auch immer ihr eben setzen wollt. Auch einfach zu sagen, hey, das Spiel hat mir gefallen, das nicht so oder so. Dann könnt ihr es ein bisschen ausrichten, in welche Richtung natürlich auch die Spiele gehen. Bisschen tendenziell natürlich nur. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine super schöne Zeit mit hier zuzuschauen und es hat Spaß gemacht. Und wenn ja, gebt bitte auch noch einen Thumbs up natürlich. Hinterlasst den einfach noch. Und wenn es nicht so war, dann nehme ich natürlich auch einen Thumbs down. Und dann würde ich sagen, habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit der nächsten Episode von Continuum Gaming, dann wieder auf Englisch. Und ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis auf Wiedersehen.